Ups, da wackelt die Kamera. Ja, hi und herzlich willkommen. Ich nenne es nicht Kurzausgabe, sondern ich nenne es mal so Dienstagsausgabe oder in der Woche Ausgabe. Ich bin echt mega angenervt. Ich muss euch dafür auch noch was zeigen, sonst kann ich euch das gar nicht alles erklären. Es geht darum, ja, warum raste ich aus, warum bin ich stinkend sauer, warum möchte ich alles in die Luft jagen? Nein, alles nicht, aber ich bin schon wieder echt so angenervt von unseren Behörden. Vor allem, weil Behörde A nicht Behörde mit B kommunizieren kann vernünftig, ist irgendwie in unserem schönen Deutschland irgendwie nicht irgendwie mal was Einheitliches gibt. Also, ja, worum geht's? Es geht um den Amarok. So, das ist ein großes Auto, das ist ein Pickup. Ich benutze den gewerblich. Ich tue und mache alles für unseren lieben Staat, was eigentlich immer so gefordert und gemacht wird. Ich zahle meine Steuern, nicht zu knapp. Ich habe 5 Fahrzeuge, wo ich Steuern für zahle und Versicherungen für zahle. Und ich raste echt so ein bisschen aus, weil mich das so ankotzt. Also, ein Amarok. Ne? Ihr habt es vielleicht in meinen anderen Videos gesehen oder guckt einfach im Internet, wenn ihr nicht wisst, was ein VW Amarok ist. Läuft bei VW unter Nutzfahrzeuge. Und ich zeige euch das auch gerne mal hier, den Fahrzeugschein, damit ihr seht, wie das Ganze hier bei mir aussieht. Ihr könnt es vielleicht gar nicht so genau erkennen, oder? Aber ich glaube, wenn mich jetzt nicht hier alles täuscht, hier steht irgendwo Lastkraftwagen. So. Also, die Zulassung für den Amarok ist Lastkraftwagen. Meine Versicherung, ich zahle eine teure Versicherung als Lastkraftwagen. So, also er ist zugelassen als LKW, er ist versichert als LKW. Und jetzt kommt Behörde XY. Also es geht darum, ich habe den zugelassen. Ich habe ihn versichert, ich habe den Steuerbescheid bekommen, wo drin steht, ich habe den jetzt irgendwo hier im Regal liegen, wo drin steht, nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, hier ist der Zoll, weil der Zoll übernimmt ja im Moment die Aufgabe für das Eintreiben der Kfz-Steuer. Ja, mir kommt es vor wie so ein Eintreiben, wie damals im Mittelalter die armen Bauern ausquetschen bis zum geht nicht mehr. Und zwar geht es darum, dass auch drin steht, so ihr Lastkraftwagen, ne, bla bla bla, wird versteuert, XY, 380 Euro. Boom. Ist ein 2 Liter Amarok mit 163 PS. So, denke ich, 380 Euro kommt mir ein bisschen viel vor. Ich da angerufen beim Zoll und hatte dann jemand am Telefon, der sagte dann auch so, ja, ne, ist richtig, steht auch alles, also steht so drin, als wenn alles als Lastkraftwagen läuft, es steht nirgendwo drin, irgendwie so, wird aber als PKW versteuert. Das sagte mir dann erst der gute Mensch am Telefon, der dann sagte, ja, ne, nicht wundern mit den 380 Euro, aber ihr Amarok hat im Fahrzeugschein, so hat unser Computersystem das wohl erkannt, daraufhin die Versteuerung, jetzt muss ich mal eben gucken, ich bin jetzt mir gerade nicht ganz sicher, wo man das hier im Fahrzeugschein sieht, weil ich schätze mal, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Da steht auf jeden Fall eine 5. Ich weiß nicht, ob das jetzt die 5 Sitzplätze sind oder ob man das an irgendeiner anderen Position erkennen kann, dass der 5 Sitzplätze hat. Auf jeden Fall sagte der, ja, das Problem ist, in ihrem Fahrzeugschein steht zwar, ich lese euch das gerne mal vor, falls ihr das eben auf der Kamera nicht sehen konntet, Gelände Defs Gü
BFB 3,5 Tonnen. Ich schätze mal, das heißt irgendwie Geländefahrzeug, Güterbeförderung bis 3,5 Tonnen wird es wohl heißen. Darunter Lastkraftwagen. So. Oben die Nummer, die ist auch wichtig. Das ist eine N1G. Das findet ihr oben links. Das heißt, was heißt denn das jetzt noch ganz genau? Ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Das heißt wohl, dass es ein Lastkraftwagen ist, irgendwie ist, der aber als PKW versteuert wird. Also, ich bin echt so stinkig. Mein Gott, warum ist es dann ein Lastkraftwagen, wenn er als PKW versteuert wird? Kann ich euch sagen. Heute kam dieses Schreiben. Der erste Zettel war noch so, wo ich dachte, ja, nein, vielleicht, was ist denn jetzt los? Ist es jetzt, zahle ich jetzt viel oder wenig? Da steht eben halt die Begründung drin, ne? Ich kann euch das mal ganz kurz vorlesen. Also, bla bla bla, die haben also mein Einschuss, also ich habe ein, ich erzähle mal alles. Ich habe da auf jeden Fall angerufen, er sagte auf jeden Fall so, das Problem ist wohl, dass sie 5 Sitzplätze drin haben und dann erkennt unser Computersystem das nicht als LKW an, sagt er, schicken Sie mal einen Einspruch her, dann wird das nochmal von jemandem persönlich angeschaut und geprüft oder ein Widerspruch, dann wird das nochmal persönlich geprüft und mit viel Chance, oder sehr wahrscheinlich wird er dann als LKW versteuert, sagte der gute Herr. Ich schätze mal, der wollte mich einfach nur beruhigen. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal Post gekriegt, wo dann drin stand, so, wir bearbeiten jetzt Ihren Fall. Dann habe ich wieder Post bekommen, da stand dann drin, so, wir haben erstmal Ihren Einspruch weitergeleitet. Dann kam wieder Post, wo drin stand, so, hier ist Herr XY, ich habe Ihren Einspruch erhalten, ich bearbeite jetzt Ihren Fall. Also ich dachte, Leute, Alter, schickt mir doch nicht wegen jedem Scheiß jetzt einen Brief her, sagt mir einfach, was Sache ist, ne? Ja, auf jeden Fall, dann kam wieder ein Dings, schicken Sie uns bitte nochmal Ihren Fahrzeugschein zu, wo ich dachte, ey Leute, ne, das wisst ihr doch schon längst alles, ne? Kramt doch mal selber in euren Unterlagen danach. Aber ich dachte, na gut, damit alles schnell bearbeitet wird, schicke ich euch den Fahrzeugschein zu. Hab noch zugeschrieben, dass ich das Fahrzeug gewerblich im Gartenland oder für Gartenlandschaftsbauzwecke nutze und eben halt die Sitzplätze, um eventuell mal 1-2 Arbeiter mitzunehmen oder 3 auch mal, ne, in dieses Fahrzeug setzen kann. In der Regel wird die Rücksitzbank nicht genutzt, sondern für Werkzeuge etc. genutzt. So, nur in Ausnahmefällen zum Befördern der Kollegen oder der Arbeiter. Hat aber wohl alles nichts gebracht, weil heute kam das Schreiben. So, bla bla bla, hier so ihr Einspruch. Blablabla, Nachprüfung, blablabla, nachständige Rechtsprechung des Deutschen, blablabla, blablabla, Bundesländer, Abgrenzung, PKW oder LKW. So, ob aus steuerlicher Sicht ein PKW oder LKW vorliegt, ist anhand von Bauart und Einrichtung des Fahrzeuges zu beurteilen. Unter der Berücksichtigung aller Merkmale ist eine Bewertung der objektiven Beschaffenheit eines Fahrzeugs vorzunehmen. Die hier relevanten Merkmale sind unter anderem die Zahl der Sitzplätze, gut, habe ich 5, die höchstmöglichste Zuladung, die Größe der Ladefläche, die Art von Aufbau und Fahrgestell, die Motorisierung und damit erreichbare Höchstgeschwindigkeit sowie bei Serienfahrzeugen die Konzeption des Herstellers. Dabei kann kein Merkmal von Bauart und Einrichtung des Fahrzeuges als von vornherein allein entscheidend angesehen werden.
Gott, oh Gott, ey, wirklich, Leute. So. Ja, jetzt kommen hier noch ganz viele Paragraphen, Gesetzes, schieß mich tot, bla bla bla. Also, ne, ich habe meinen Fahrzeugschein hingeschickt. Bei dem niedrigsten Leergewicht von 1993 Kilo, also was der Amarok quasi leer wiegt, und einer zulässigen Gesamtmasse von 3040 Kilogramm beträgt die Möglichkeit der Zuladung 1047 Kilo und ist mit lediglich etwa einem Drittel des zulässigen Gesamtgewichts für Lastkraftwagen untypisch. Okay, das sind alles blöde Wichser in meinen Augen. Ebenso spricht die in den Zulassungspapieren ausgewiesene Höchstgeschwindigkeit von 181 km für eine Einstufung als Pkw. Was fährt denn so ein Sprinter? Hm? Was steht denn bei so einem Sprinter drin? Naja. Weder die Einstufung des Fahrzeugs durch die Zulassungsstelle noch die Fahrzeugklassifikation durch den Hersteller sind für die Finanzbehörde bindend. Ach Gott, oh Gott, ey, ja, Hauptschüler. Dann wieder irgendein Paragraph da. So, bei der Abgrenzung von Pkw und LKW kommt es in der Regel auf die objektive Beschaffenheit, Bauart und Einrichtung und nicht auf die subjektive Verwendung des Fahrzeugs an. Finanzgericht München, tralalala, von 98, Paragraph, schieß mich tot, fick mich in den Arsch. Kraftfahrzeugsteuer, Kommentar 3, schieß mich tot. So, ein nicht ausschließend oder überwiegend zur Beförderung konzipiertes Fahrzeug, bei dem die vorige Verwendbarkeit zur Beförderung von Gütern vereint werden muss, kann steuerlich nicht als LKW eingeordnet werden. So. Ergänzende Weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das sächsische Finanzgericht in seinem Urteil vom 2013 die kraftfahrzeugsteuerliche Einstufung eines VW Amaroks als Pkw bestätigt hat. Ja, der angeforderte Kraftfahrzeugsteuerbescheid ist mithin rechtmäßig ergangen. So, jetzt kommt es noch ganz wichtig, noch ein bisschen Druck machen. Da Ihr Einspruch aus den oben genannten Gründen keine Aussicht auf Erfolg hat, bitte ich Sie um dessen Rücknahme bis zum 16.01. Sollten Sie Ihren Einspruch dennoch aufrecht erhalten, so bitte ich Sie bis zum vergangenen Datum um eine weiterreichende Begründung. Warum? Ihr seid Hurensöhne. So, ja, weiß ich nicht. Ja gut, okay, der arme Mensch, der kann da jetzt auch nichts für, der das geschrieben hat. Der muss sich auch einfach nur nach den Vorschriften richten. Mein Gott. Ja, weiß ich nicht. Klar rege ich mich auf. Mir geht es so ein bisschen ums Prinzip. Und weil ich natürlich gerne 200 Euro sparen möchte. Gut, werde ich jetzt wohl sehr wahrscheinlich im sauren Apfel beißen müssen. Ja, es macht einen trotzdem irgendwie stinkig, ne? Man kauft so ein Fahrzeug von jemandem, der zeigt mir noch sein Steuerdings, über 180 und ein paar zerquetschte oder so. Man guckt noch einen Fahrzeugschein, sagt, jo, Lastkraftwagen, bingo, ne? Alles gut. Und dann, Pustekuchen, wieder irgendwelche Gesetzesänderungen oder anderes Bundesland und schon habt ihr gleich die Arschkarte. Bei dem einen rutscht es vielleicht irgendwie so durch, bei dem anderen wieder nicht. Zum Beispiel ein Kollege von mir, der fährt eine Pritsche mit, jetzt muss ich mal überlegen, 4, 5, 7 Sitzen. Das heißt, der hat vorne eine Dreier, also Fahrersitz, eine Doppelsitzbank vorne und hinten nochmal 4 Sitzplätze.
So, wollten sie auch erst als Pkw versteuern. Auch einen Einspruch eingelegt. Ein Foto hingeschickt vom Wagen. Bums. Umgeändert auf LKW. Bums. Umgeändert auf LKW. Keine Ahnung. 7 Sitzplätze statt 5. Hat funktioniert. Ja, weiß ich nicht. Ich bin heute auf jeden Fall zufälligerweise noch beim TÜV vorbeigekommen und dachte, ey, weißt du was, da fährst du jetzt mal ran. Mal gucken, was so ein TÜV-Mensch dazu sagt, die sich da ja auch viel mit auseinandergesetzt haben, weil die natürlich auch viele PKWs durch vielleicht leichte Veränderungen als LKWs dann quasi umgeschrieben haben, damit einige PKWs eben halt als LKW laufen können, um die hohen Steuern, sag ich mal, auch zu vermeiden, ne? Oder weil sie eben tatsächlich auch als LKW genutzt werden. Ja, was soll ich dazu sagen jetzt? Ja, ich nehme jetzt mal das Beispiel auch mit dem Sprinter, nicht? Der Sprinter ist auch schnell eingetragen. Gut, hat in der Regel so 3 Sitzplätze nur. Kann aber auch in der Regel so ungefähr nur eine Tonne zuladen. Also das finde ich dann schon wieder ein bisschen unfair. Dann gibt es noch diese, wirklich diese ganzen, ja, so, diese, ja, Pritschen, Doppelkabiner und so, die auch teilweise mit LKW-Zulassung laufen. Also nicht nur Zulassung, sondern auch versteuert werden wie ein LKW. Mag sein, dass das vielleicht alles in irgendwelchen anderen Bundesländern ist oder eben halt quasi damals noch zugelassen worden ist, das Fahrzeug, auch so versteuert worden ist. Obwohl, dann müsste es ja trotzdem steuerlich jetzt auch anders behandelt werden. Naja, gut, okay, das bin ich mir jetzt nicht sicher. Weil normalerweise, wenn ich jetzt, sag ich mal, früher konnte man vielleicht noch so ein Doppelkabiner mit 7 Sitzplätzen auch steuerlich als LKW haben. Aber trotzdem muss ja, wenn dann irgendwann eine Gesetzesänderung kommt, es heißen, so, leider zahlen Sie jetzt nicht mehr, ich sag mal, 180 Euro Steuern, sondern das Gesetz hat sich geändert, Sie müssen jetzt irgendwie auch 380 Euro Steuern zahlen oder so, ne? Oder 400 oder 500 oder was es da für wilde Sachen gibt. Habe ich jetzt noch nicht gehört, dass es sowas auch gibt. Müsste aber theoretisch eigentlich geändert werden. Ja, ich fühle mich natürlich jetzt auch ein bisschen genervt und verarscht, weil man denkt, man kauft einen LKW, hat eben halt diesen kleinen steuerlichen Vorteil, aber auch die Nachteile. Das Witzige ist, habe ich jetzt meinen Fahrzeugschein hingeschmissen, ich sag, warum dann LKW, ne? Wenn es eh als PKW versteuert wird. Erstmal ist die Versicherung ja teurer. Ich sag, und Sonntagsfahrverbot? Sagt er, ja, ja, Sonntagsfahrverbot hast du natürlich mit Anhänger. Sagt er, das ist nur steuerlich, dass du PKW zahlst. Alles andere, Zulassung ist ein LKW. Das heißt, alles, was für den LKW, ob 40 Tonner oder quasi, ne, über 3,5 Tonnen, ist Sonntagsfahrverbot. Und ich weiß nicht, was es da noch alles für komische Auflagen gibt beim LKW. Da muss ich mich dann tatsächlich mal auch noch schlau machen, ob man irgendwelche besonderen Sachen vielleicht noch mit sich führen muss im Fahrzeug, was speziell für LKWs ist. Ich denke jetzt nur so an so komische Warnleuchten oder solche Geschichten. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Ich denke mal sowas wie Parken auf dem Bordstein oder sowas oder auf dem Gehweg. Ich schätze, glaube aber, dass es für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zählt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt ja all solche Scheißsachen, also das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wie das da mit einem LKW läuft. Was für Nachteile man eigentlich durch einen LKW-Schein, Fahrzeug hat, was aber als PKW versteuert wird, aber versicherungstechnisch auch wieder als LKW läuft. Was natürlich totaler Scheiß ist, weil ich hatte vorher
27 Jahre Schadensfreiheitsrabatt. Wäre jetzt bei 28 gekommen. LKW geht aber nur bis 20 Jahre. Das heißt, ich falle jetzt quasi von 28 Jahre auf 20 Jahre runter. Und das merkt ihr schon. Also der Amarok ist jetzt in der Versicherung nicht ganz günstig. Also der kostet mich jetzt 1000 Euro im Jahr, Steuern und Versicherung. Ich habe vorher eine Mercedes M-Klasse gefahren, also ein ML, den Geländewagen, als 3,2 Liter Benziner vor dem Amarok, den ich hatte, vor dem Touran, den ich noch hatte, hatte ich halt diese M-Klasse oder den ML, als 3,2 Liter Benziner und habe dafür bezahlt 200 Euro Versicherung wegen meinem hohen Schadensfreiheitsrabatt. 200 Euro, also ne, überlegt mal, 200 Euro Versicherung und na, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viel Steuern das waren, aber müsste ich nachgucken oder so, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Kann man aber ja einfach mal im Internet, aber das war also wirklich, das war nicht viel. Also wenn das 200 Euro Steuern waren oder vielleicht 240 Euro, dann war es viel, also mehr hatte ich nicht an Steuern. Und jetzt der Amarok dagegen, das ist schon eine andere Hausnummer. Also ich werde jetzt nicht dadurch am Hungerstod nagen, aber es regt mich einfach nur so auf. So, ich bin da echt auch stinkig drüber, ne? Ja, das ist doch ein Scheißgesetz. Dann sollen sie doch sagen, so, wisst ihr was, alles nur was, keine Ahnung, ein 40-Tonner ist, ist ein LKW und alles andere fickt euch, ob Sprinter oder leckt mich am Arsch, gibt's nicht mehr, ist nicht mehr. Und auch nicht irgendwelche, also es kann nicht sein, also mein Kollege, ungelogen, hat anderthalb Monate vor mir oder vier Wochen vor mir seine Pritsche zugelassen. Wohnt hier im gleichen Ort und kriegt das Ding mit 7 Sitzen als LKW eingetragen. Könnte ich mich, also, sowas ärgert mich, ne? Dann sage ich mir, nee, kann ja nicht sein. Also dann kann dieses Scheißschreiben mit diesen Scheißgesetzestexten, da kann man sich ja dann eigentlich nur den Arsch mit abwischen, weil das ist ja dann nur dummes Gelaber. Das heißt, der Sachbearbeiter hat jetzt vielleicht irgendwelche Gesetzestexte und sein Vorarbeiter noch gefragt, seinen Abteilungsleiter. Und vielleicht irgendein anderer Fuzzi, der da sitzt, der hat sich gedacht, ja, ist eine Pritsche, ist ein Arbeitsauto, bumm, LKW. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es muss ja so sein. Weil hier steht ja klipp und klar drin, ne? So nach dem Motto, sie haben mehr als 3 Sitzplätze, ist es schon kein LKW. 181 km/h eingetragen, ist auch nicht LKW-typisch. Also, das ist so wie damals, so weiß nicht, so ein Auto tiefer legen. Ne? Der eine TÜV-Prüfer sagt, komm hier, ne, abgestempelt, nächster bitte. Und der andere sagt, nö, das ist zu tief. Oder Breitreifen oder weiß der Geier was. Also, für mich ist da noch irgendwie keine vernünftige Regelung drin. Oder, ja, ich weiß es nicht. Oder es arbeiten eben halt auch Leute, der eine sagt so, ach komm hier, ne, zack, LKW, ne, ich habe eh nur noch 3 Monate, dann gehe ich in Rente. Und der andere sagt, nee, oh, ich bin gerade neu, ah nee, erstmal hier meinen Vorgesetzten fragen oder so. Oh, nochmal irgendwie hier alle Gesetzestexte, alle Dinger raussuchen oder so. Ah, bloß keinen Fehler machen. Geht ja auch mal an den Arbeitsplatz oder ich weiß es nicht. Also ich will ja nicht, dass einer jetzt irgendwie, weil es nicht rechtens ist, jetzt irgendwas hier absegnet oder so. Wenn es so ist, ist es halt so. Vielleicht hätte ich mich auch vorher einfach mal ein bisschen noch mit dem Thema beschäftigen müssen, aber wenn ich natürlich diese ganzen, ich habe ja im Internet geguckt nach Fahrzeugen, Pickups, Transporter, also sprich so diese, ich sag mal so ein Sprinter oder so ein Vito, der quasi 5 Sitzplätze hat, also vorne 2, hinten nochmal eine Dreiersitzbank
und dann so eine Trennwand drin, ne? So, wenn die mir natürlich dann ihre Steuerbescheide alle schicken und ich sehe da immer nur so 180, 186 Euro oder sowas, LKW oder Lastkraftwagen hier am Fahrzeugschein stehen haben oder so. Ja, so, alternativ. Also ich war ja beim TÜV und der sagte ihm halt, ja, das ist echt der größte Scheiß, ne? Er sagte, andauernd wird das Gesetz irgendwie geändert oder so. Weil er kennt das Problem auch. Das war jetzt so ein Ingenieur, so ein Gutachter da. Sagt er, was wir machen können. Sagt er, ich schreibe dir jetzt mal was auf. Das habe ich jetzt nicht hier, den Zettel, der liegt noch im Auto. Ruft nochmal an und fragt nach, wie das ist, wie die den Wagen versteuern würden, wenn wir den als Pickup zulassen oder umschreiben. Ich sage, ja, habe ich jetzt auch schon im Internet gesehen und gehört und gelesen, weil so ein bisschen habe ich mich schon auch schlau gemacht. Also ich bin nicht ganz ahnungslos an die Sache gegangen im Vorfeld. Nur da habe ich eben halt gesehen, dass die Amaroks alle immer so als LKW zugelassen sind und auch immer mit günstigen Steuern davon gekommen sind, mit dieser LKW-Zulassung, weil sonst macht für mich diese LKW-Zulassung gar keinen Sinn. Naja, dann sollen sie das Ding doch gleich als PKW laufen lassen. Aber da sagte der TÜV-Prüfer eben halt auch, dass das eben halt von der Bauart so ist, dann muss das Fahrzeug noch mehr gedämmt werden, dass es irgendwann als PKW zugelassen werden kann und so. Okay, das scheint alles wirklich sehr kompliziert zu sein hier in Deutschland. Ich sollte einfach am besten nach Afrika ziehen oder so, wo die noch nicht mal irgendwie Türen oder eine Motorhaube oder sowas dran haben. Wo die mit drei Rädern nur rumfahren. Das Ding qualmt ohne Ende und so. Also ich bin viel im Ausland. Meistens in irgendwelchen armen Ländern. Und da, ey, wirklich, Leute, warum müssen wir hier die Oberspackos sein und alles so immer so auf die Goldwaage legen und naja. So, Ende vom Lied. Er sagte, pass auf, mach dich schlau. Ich schreibe dir das Ding ohne Bedenken als Pickup um. Sagt er, hat er gar kein Problem mit, weil, ne, der wusste natürlich sofort, was ein Amarok ist. Der eine beim Zoll, die Steuern einnehmen, der sagte, was ist das überhaupt für ein Fahrzeug? Ich sage, ein VW Amarok. Ja, wie muss ich mir denn das Fahrzeug vorstellen? Ich sage, ja, das ist ein Pickup-Wagen, ne? Ich sage, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ein Pickup. Ich sage, den benutze ich für meinen Gartenlandschaftsbau. Ach so, ja, ja. Gut, okay, muss nicht jeder kennen. Aber der vom TÜV, der wusste natürlich gleich sofort, was ein VW Amarok ist. Und der sagte, dass die oft einfach eine Pickup-Zulassung haben, weil es ein Pickup ja ist. Sagt er, das ist gar kein Problem, das umzuschreiben. Habe ich jetzt auch schon gehört. Hätte total viele Vorteile. Erstens ist eigentlich von der Steuer her, glaube ich, auch günstiger. So habe ich das auf jeden Fall mal in so einem Bericht gesehen. Der zweite Vorteil ist, das Sonntagsfahrverbot fällt sehr wahrscheinlich auch weg. Also ich weiß nicht ganz genau, ob es wegfällt. Das hat eben halt irgendwie was mit dieser Verschlüsselungsnummer im Fahrzeugschein hier oben links zu tun. Da steht dann eben halt einfach nur nicht mehr Lastkraftwagen drinne, so wie hier, wenn ihr das sehen könnt, sondern eben halt Pickup. Habe ich bei zwei Fahrzeugen, die ich mir vorher, bevor ich mir den Amarok angeguckt habe, auch gesehen habe. Da habe ich aber noch gedacht, so dass Pickups eher wie PKWs behandelt werden. Deshalb habe ich eigentlich darauf geachtet, eine Lastkraftwagenzulassung zu haben. Ich habe aber auch schon Amaroks mit PKW-Zulassung gesehen im Fahrzeugschein. Da habe ich dann nochmal gedacht, ich hätte lieber eine LKW-Zulassung im Fahrzeugschein drin stehen. Dass ich dann natürlich nur Nachteile durch habe, tja, Pustekuchen, ne?
Also, ich könnte echt irgendwie, weiß ich nicht. Ah, Mann, ey. Und dann wundert man sich, dass irgendwie alle irgendwie so auf die Politiker schimpfen oder so, ne? Wieso nicht eine EU-einheitliche Scheiße abstempeln, wo klipp und klar einfach drinne steht, maximal eine Dreier-Sitzbank vorne und nicht irgendwie vorne zwei Sitze, hinten ein Sitz. So nach dem Motto, sind ja auch nur drei Sitze. Nein, so einheitlich, zack, eine Dreier-Sitzbank. Mir scheißegal, ob ihr eine Baufirma seid und hinten nur die Kollegen immer drinne sitzen und ihr das Ding nicht privat als PKW nutzt, sondern wirklich klipp und klar dann sagen, vorne eine Dreier-Sitzbank oder maximal eine Dreier-Sitzbank. Dann ist es auch ein LKW. Aber nicht irgendwie... Ach, echt, Leute, das ist doch Verarschung, ey. Und dass sich dann Leute immer aufregen über diese ganzen Gesetze. Und das Witzige war, als ich da angerufen habe beim ersten Mal, hatte ich ja schon gesagt, da hatte ich mich ja schon ein bisschen aufgeregt. So von wegen, ne, warum so viel Steuern und tralala. Und dann sagte er ja, ja, unsere Software, die hat das so als PKW erkannt, wegen den Sitzplätzen hat die das eingestuft. Und ja, schreiben sie mal so einen Einspruch, dann wird das sehr wahrscheinlich auch geändert werden und so, wenn das mal eine menschliche Person prüft und so. Der war auch ganz vernünftig, der sagte, ja, ist ja ein Pickup und so. Ne? Ich sage, ja, ja, klar. Ja, das ist natürlich dann eigentlich ein LKW und so. Dann habe ich zu ihm gesagt, was halten Sie denn davon, mal Ihre Software zu ändern? Wisst ihr, was der geantwortet hat? Das haben wir erst. Alter. Das ist so schlimm, dass alles irgendwie von diesen Computern geregelt wird und gemacht wird, ne? Auch überhaupt jemand telefonisch zu erreichen, ist schon eine Katastrophe, weil ja, der es wirklich nachher abstempelt und absegnet, ihr habt ja so keine Telefonnummer drauf auf den Schreiben, also nur die vom Hauptzollamt, und da habt ihr dann halt irgendwie so ein Karl Gustav dran, der sowieso keine Entscheidung trifft, sondern der einfach nur dafür da ist, um die Leute mal eben zu beruhigen und weiterzuleiten. Und in Wirklichkeit, ihr seht ja, sie, für mich ist es so eine Art Drohnen. Ne? So was unten drinne steht. Und zwar in diesem, ne? Sollten Sie Ihren Einspruch dennoch da oben war es. Da Ihr Einspruch aus den oben genannten Gründen keine Aussicht auf Erfolg hat, also so nach dem Motto, ey, versuch's erst gar nicht, ne? Wir haben es dir doch geschrieben, das hat keinen Sinn. Bitte ich Sie um dessen Rücknahme. Bin ja noch froh, dass Sie bitte geschrieben haben und nicht so nach dem Motto, nehmen Sie das zurück. 16.01. So, wir haben jetzt Weihnachten. Das heißt, selbst wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwie mit einem Rechtsanwalt dagegen anzugehen, habe ich es ja zeitlich schon fast gar nicht mehr irgendwie... Na gut, es geht noch. 16.01. Na okay, ist eigentlich noch Zeit genug. Da will ich jetzt nicht meckern, aber es ist schon irgendwie, weiß nicht, dreist. Also es geht wirklich darum, die Leute irgendwie abzuzocken in meinen Augen. Okay, einige, die sich wirklich mit dem Thema auskennen, die sagen, Kai, pass auf, Lastkraftwagen steht da drinne, weil das Fahrzeug ist nicht gedämmt und aus irgendwelchen Gründen kriegt das halt keine PKW. Normal wäre es vielleicht ein PKW, aber weil es nicht so gedämmt ist, also ihr merkt, dass es ein Lastkraftwagen-Auto ist, ein Lastkraftwagen-Auto. Es ist wirklich nicht gedämmt, also die Türen, das hört sich schon wirklich so wie bei so einem LKW halt an, ne? Nicht wie beim PKW, es ist wirklich nichts gedämmt. So von der ganzen Ausstattung her und so, es ist ja auch nicht wirklich wie ein PKW. Klar, die ersten Amaroks waren noch jeden Fall auf mehr LKW als heutzutage. Auch was diese ganzen Ausstattungs... es gibt diese Highlight-Ausstattung oder so, die ist... Oder Highlight. Die ist natürlich schon, ne, Lenkrad, Fernbedienung, Sitzheizung, tralala, schieß mich tot, alles ganz schick gemacht und so. Das ist natürlich dann irgendwo von einem Lastkraftwagen schon weit weg.
Aber Leute, ganz ehrlich, ich benutze dieses Fahrzeug wirklich ja nur gewerblich. Die hintere Sitzbank ist theoretisch in meinen Augen für mich überflüssig. Theoretisch, sagte der zum TÜV zu mir auch, du kannst es ja gerne machen. Wir können dir du kannst die Rücksitzbank rausnehmen. Dann müssen die ganzen Haltepunkte von der Rücksitzbank, sagt er, zumindest Schrauben reindrehen und die müssen gut verschweißt werden. Also ihm würde, sag ich mal, ein Schweißpunkt reichen. Sagt er, wenn du das dann mal wieder zurückbauen willst, dass es einfach ist zum Zurückbauen. Aber sagt er, so musst du das machen. Die ganzen Gurte, alles muss raus. Sagt er, an der Geschwindigkeit können wir nichts dran ändern. Sagt er, das findet er absoluten Blödsinn, was das mit der Geschwindigkeit zu tun haben soll. Sagt er, jeder Sprinter fährt schneller. Sagt er, das ist absoluter Blödsinn eigentlich. Ja, da gehen die Meinungen wieder auseinander. Also wirklich, ne? Selbst der TÜV der Fahrzeuge quasi sie Vorschriften hat zum Umbau, um überhaupt eine LKW-Zulassung zu bekommen, selbst der sagt schon, was für ein Blödsinn. Nicht? Also da funktionieren diese ja, Stellen nicht miteinander. Ne? Und sagt er auch, also er sagt, er hat das viel auch, dass irgendwelche Baufirmen da Probleme haben oder Wohnmobilfahrer. Da ist das dann auch, haben Wohnmobile mehr als so und so viele Sitzplätze, dann, oh, er sagt, hör bloß auf, das ist so ein Scheiß. Sagt er, jetzt wurde natürlich auch alles, damals ging es ja vom Finanzamt, die Steuern. Jetzt hat das ja alles der Zoll übernommen, sagt er, und das ist alles so ein Hickhack, das ist so eine blöde Scheiße. Und dann sagt er, dann ist es auch nicht EU-mäßig, ne? Dass man jetzt sagen könnte, in der ganzen EU zählt das irgendwie so. Mir würde ja schon nur Deutschland reichen. dann geht es noch weiter. In jedem, sagt er, Bundesland ist das schon wieder alles anders, sagt er. Das könnte jetzt in Hamburg schon wieder anders sein als hier bei mir, ne? In Niedersachsen. Boah, das macht einen echt einfach nur wütend. Also scheiß auf die 200 Euro jetzt im Jahr mehr oder so. Also ich will jetzt mal gucken, was die da beim Zoll sagen. Wenn ich das als Pickup zulassen würde, ob sich dann steuerlich was ändern würde. Mich interessiert natürlich auch, wie sind da eure Erfahrungen? Also jeder, der irgendwie vielleicht auch eine Pritsche hat oder so ein Sprinter oder so ein Vito oder so ein T5 oder so mit LKW-Zulassung, gibt es ja auch, der vielleicht auch 5 Sitzplätze drin hat. Ja, oder gerade an die Pickup-Fahrer, also ich weiß nicht, in irgendeinem Video hatte ich das Thema ja schon mal angeschnitten, da hatte schon jemand geschrieben, ich glaube, der hat einen Nissan Navara oder ich weiß gar nicht, was der für einen hatte, und der hatte, glaube ich, das gleiche Problem und sagte auch irgendwie, dass er das nicht irgendwie als LKW steuerlich, steuermäßig da bezahlt. Ja, da habe ich noch gedacht, ne, meins ist ja ein Lastkraftwagen, kein PKW, ne? Ja, gut, okay, da, jetzt bin ich wieder schlauer geworden. Es regt mich trotzdem einfach nur auf. Ich finde das immer so affig, so immer dieses, das ist genauso, ach, überhaupt immer diesen Behördenkram. Ja, aus meinem kurzen Video ist schon wieder ein langes geworden, weil ich mich so aufrege, aber ich habe das schon mal gehabt mit Krankenkasse und Arzt. So, es ging da um medizinisches Gerät. So, das, wie war die ganze Scheiße denn? Wurde erst nicht von der Krankenkasse bezahlt. So, dann habe ich mir dieses medizinische Gerät quasi immer selber gekauft. Ich musste da monatlich immer für Geld zahlen. Das waren ungefähr 120, 160 Euro im Monat, was ich dafür bezahlt habe. Dann kam irgendwann eine Pressemitteilung, so, wir übernehmen das, wir übernehmen die Kosten. So, stand überall in der Presse, in den Nachrichten, auf der Homepage, überall steht es drauf. Ich also zum Arzt, nee, wie war denn das? Doch, ich zum Arzt, ich sag, so, die Krankenkasse übernimmt das. Was sagt mein Arzt?
Also im Vorfeld war es, als die Krankenkasse das noch nicht übernommen hat, hat mein Arzt noch auf die Krankenkasse geschimpft. So eine Schweinerei, das ist so ein gutes Gerät, das ist eine Frechheit, tralala. So, die Ärzte haben also alle geschimpft, die wollten das gerne verschreiben, aber die Krankenkasse hat gesagt, nö, wir zahlen es nicht. So, jetzt sagt die Krankenkasse, okay, wir zahlen es, ne? Wir haben es eingesehen, ist ja vernünftig, bleibt von den Kosten ja alles gleich und so. Jetzt bin ich also zum Arzt und sage, so, ne, geil, Krankenkasse übernimmt das und so. Was sagt der Arzt? Möchte ich gerne schriftlich haben, dass die Krankenkasse übernimmt. Weil sonst bleibt irgendwie der Arzt auf den Kosten sitzen, falls die Krankenkasse das nicht übernehmen sollte. Ich, naja, gut, okay, sage ich, ne, dann rufe ich mal eben bei der Krankenkasse an, dass sie mir das mal eben zuschicken, dass sie das übernehmen. Jetzt kommt der Burner. Ich rufe bei der Krankenkasse an. Und die Krankenkasse sagt, nee, schriftlich schicken wir nichts raus. Wir können gerne, oder der Arzt kann ja gerne auf unsere Homepage gucken oder in der Pressemitteilung und tralala, da steht das ganz groß und fett drauf. Aber wir händigen da kein Schriftstück jetzt aus, wo drauf steht, dass es übernommen wird. Oh Leute, das war ein Hin und Her. Ich glaube, das Ganze ging noch ein halbes Jahr, musste ich diese Scheiße selber noch bezahlen. Bis dann irgendwann der Arzt eingesehen hat, okay, ich habe jetzt von ganz vielen schon gehört, dass die Krankenkasse das tatsächlich übernimmt. Jetzt geht's auch ohne. Ey, also, ey, wirklich, ne? Boah, am liebsten möchte ich irgendwo eine kleine Insel kaufen, mir ein Zelt dahinstellen und einfach auf dieser kleinen Insel leben, ohne diese ganzen anderen Idioten auf der ganzen Welt hier. Also so ein Hickhack immer, oder? Und gerade diese Behörden, wo dann Behörde A nicht mit Behörde B kommuniziert und entweder der Patient oder der Kunde immer der Idiot ist, der so zwischen den Stühlen steht und nicht weiterkommt, nur weil A und B Behörde sich nicht einig werden, wer jetzt dafür zuständig ist. Und der Leidtragende ist immer der dusselige Bürger, der die ganze Scheiße eigentlich immer nur bezahlen muss, weil irgendwelche Knallköpfe da oben Gesetze machen. Ich sag das jetzt so klipp und klar, weil ich einfach so stinkig bin, wo es immer irgendwelche Gesetzeslücken gibt oder so. Ja, die LKW-Zulassung ist vielleicht auch hier für einige Fahrzeuge, ne? Damals das beste Beispiel, hast du einen Polo genommen, die Rücksitzbank rausgeschraubt, man musste noch die Seitenscheiben abkleben. Und dann war das Ding ein LKW. Fragt mal Leute, die so ein bisschen älter sind oder so. Das war damals möglich. Ihr konntet eine kleine Scheißkarre nehmen, Rücksitzbank raus, Scheiben hinten zukleben. Es war ein LKW. Bums, fertig. Bei einigen Fahrzeugen mussten noch ein bisschen die Federn geändert werden oder so. Aber es war alles möglich. Und jetzt kriegen die es noch nicht mal geschissen. So ein fetten Pickup mit einer größeren Ladefläche als Fahrgastraum ist, der auch noch wirklich als, ja, ich sag mal, LKW geschäftlich genutzt wird, als LKW zuzulassen. Also, mein Gott, ich habe nichts dagegen, wenn die sagen, die Steuern kosten für ihren Pickup als LKW oder ist ein LKW, die Steuern kosten 380 Euro. Aber nicht im Fahrzeugschein drinne stehen haben LKW und Versicherung für ein LKW bezahlen. Nein, aber steuerlich ist es ein PKW. Also, ach Gott. Ja, naja, wir müssen halt Steuern zahlen, damit wir diesen ganzen Scheiß, der hier so passiert, dass das auch alles finanziert wird. Wovon werden diese PKW-Steuern bezahlt oder LKW-Steuern? Also wenn ihr wisst, was damit alles bezahlt wird, dann regt ihr euch halt über solche Kleinigkeiten auf, ne? Wenn man dann wieder hört, irgendwo ein Straßenbau, wo eine Straße saniert wird, die gar nicht saniert werden musste, die mit, keine Ahnung, 1 Million Kosten berechnet worden ist und nachher 10 Millionen kostet. Alter, da kriege ich ja schon so einen Rappel, ne? Das ist ja so, als wenn ich zu einem Kunden gehe und sage, Hecke schneiden kostet 100 Euro. Der sagt, okay, mach mal. Und nachher sage ich, oh Mensch, kostet doch 1000 Euro. Ey, ne? Ja, nur da ist eben halt, da heißt es eben halt, naja gut, zahlt ja eh der Steuerzahler. Ne?
ich als Kunde würde sagen, ey, du hast gesagt 100 Euro, wieso denn jetzt 1000 Euro, hast du einen Knall oder was? Da würde doch keiner die 1000 Euro zahlen von euch, oder? Nein, aber hier bei so einem Scheiß, da ist das eben halt so. Ja, das ist halt mein Aufreger heute jetzt diese Woche. Ich hoffe, am Wochenende wird es ruhiger. So, 45 Minuten aufgeregt. Ich musste Dampf ablassen. Jetzt bin ich auch schon echt entspannter. Am Wochenende würde es auch entspannter werden. Nicht, weil ich nicht arbeiten muss, muss ich trotzdem. Aber ich hoffe, dass bis zum Wochenende ein neues Gerät da ist, was ich euch gerne vorstellen würde. Das passt ganz gut in meine Sammlung. Ich verrate euch noch nicht genau, was es wird, aber es wird nicht viel Krach machen. Ich glaube, ich werde es jetzt schon irgendwie geil finden. Weil, keine Ahnung, ich habe erst gedacht, ich brauche sowas nicht, aber ich habe letztens was, wir haben letztens einen Auftrag gehabt, wo ich dachte, Mann, das Ding jetzt als anderes Gerät wäre schon auch ganz cool. Ja, das will ich euch auf jeden Fall am Wochenende vorstellen. Ich mache es richtig spannend, ne? Aber ich bin noch heute so stinkig und deshalb verrate ich euch nicht, was es Schönes am Samstag zu gucken gibt. Oder am Sonntag, ich weiß es noch nicht, ich muss gucken, wie ich das zeitlich alles schaffe. Da werde ich auf jeden Fall auch ein ausführliches Video drüber machen. Auch einen Praxistest werde ich da noch gleich mitmachen. Und nicht nur so wie heute laber, laber, laber. Aber es muss einfach mal sein. Ab und zu muss man wirklich Frust ablassen. Wie gesagt, schreibt mir mal gerne echt in die Kommentare, wie das bei euch ist, aus welchem Bundesland ihr kommt. Am besten wäre mir Niedersachsen, weil ich denke mal, so in ganz Niedersachsen müsste ja eigentlich irgendwie dann das gleiche zu verzollende, zu versteuernde Recht sein. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt aus keine Ahnung, aus dem Süden komme, von Niedersachsen oder aus dem Norden komme. Das müsste eigentlich ja alles das gleiche sein. Ob ihr vielleicht tatsächlich auch einen VW Amarok zufälligerweise besitzt, der auch 181 km/h fährt und 5 eingetragene Sitzplätze habt und trotzdem oder vielleicht auch dann jetzt auch erst kürzlich erst angemeldet habt und trotzdem nur 180 Euro vielleicht Steuern zahlt oder um die 180 Euro. Mein Steuerbescheid ist irgendwas irgendwie um die 380 Euro. Ich habe natürlich an ein Irrtum gedacht und nicht daran gedacht, dass es als Pkw versteuert wird. Aber mal gucken. Ja, vielleicht könnt ihr ja sagen, Mensch Kai, wirklich meld das Ding oder lass das Ding als Pickup zu. Und schon bist du alle Sorgen los und zahlst auch weniger Steuern. Ich werde auch noch gleich ein bisschen googeln und mal gucken, was YouTube dazu sagt. Ob es auch ein Erklärbär-Video zu gibt oder sowas. Aber wie gesagt, die Gesetze ändern sich ja auch tagtäglich irgendwie. Und wenn dann natürlich auch noch das nicht EU oder Deutschland gesetzlich irgendwie geregelt ist und jedes Bundesland dann auch noch eigene Regeln aufstellt, klar, dann kann es natürlich sein, dass wenn ich dann so Steuerbescheide sehe, wo 180 Euro roundabout drin steht und das Ding irgendwo aus Hamburg oder aus einem Ruhrpott kommt oder so, dass es da vielleicht schon ganz anders ist oder aus Bayern, okay. Das mag dann wohl sein, aber ja, es kotzt einen halt an, ne? Auch wie gesagt, wenn es nur 200 Euro mehr im Jahr sind, aber es sind hier 200 Euro mehr, es sind da mal wieder ein bisschen mehr. Es wird immer mehr und ja, so ist das. Gut, so, 50 Minuten gleich voll. Ich will euch jetzt auch befreien. Wie gesagt, schaut euch am Wochenende mein Vorstellvideo an über ein neues Gadget oder ein neues Werkzeug, über ein neues Werkzeug. Das wird dann auch wohl sehr wahrscheinlich immer mein Begleiter werden. Und ja, gut, so, 50 Minuten Frust abgelassen. Sorry Leute, aber es musste sein.
Ja, auch wenn nicht alle Bock auf dieses Video hatten, weil sie es vielleicht für total uninteressant gehalten haben, dann tut's mir leid. Aber das gehört eben halt auch mit zum Selbstständigsein oder mit zum Gewerbe, dass ihr euch vielleicht tatsächlich über euren Firmenwagen Gedanken machen müsst. Genauso das Problem wird es bestimmt geben, das weiß ich jetzt schon, dass der Amarok nicht als Firmenwagen anerkannt wird. Das wird das nächste Thema irgendwann jetzt werden, dass ich ihn steuerlich nicht absetzen kann, obwohl ich zwei Fahrzeuge besitze und der Amarok als Firmenwagen läuft, wird sehr wahrscheinlich nicht anerkannt werden. Warum, wieso, weshalb, hängt tatsächlich, wie das Finanzamt sagte, vom Sachbearbeiter ab. Ein Sachbearbeiter sagt, okay, puff, abgestempelt, und der nächste Sachbearbeiter sagt, nee, abgelehnt. So, Aussage vom Finanzamt. Sachbearbeiter abhängig, ob ich diesen Wagen steuerlich absetzen kann oder nicht. Das ist echt, ich müsste sowas tatsächlich mal einfach aufnehmen, wenn ich solche Aussagen kriege. Und das ist das, was einen ärgert, oder? Entweder ja oder nein. Aber doch nicht, ja, der eine entscheidet so und der andere entscheidet so. Ich sag, ey, ich kaufe mir doch jetzt nicht einen Firmenwagen oder ich kaufe mir doch jetzt nicht so einen Wagen, wenn ich das nachher nicht absetzen kann. Ja, der eine entscheidet halt so und der andere so. Und das ist so eine Aussage, ey, da kann ich nicht mit leben. Ja, so ist es halt. Ich verstehe es ja auch nicht. Aber es ist halt so. Gut. Daumen hoch oder runter. Für dieses Video ist mir beides recht. Ich kann verstehen, wenn ihr sagt, man hat mich überhaupt nicht interessiert oder mein Gott, heul woanders. Daumen hoch, wenn ihr vielleicht selber so ein Problem hattet und sagt, Kai, wir können dich voll verstehen. Ich habe dasselbe Problem gehabt. Es regt mich auch so auf. Und wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare rein oder schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht, wie ihr das handhabt oder ob ihr da Tipps habt oder so. Also ich will jetzt nicht viel Aufwand betreiben, um jetzt nur 200 Euro im Jahr zu sparen. Also eine Pickup-Umschreibung, wie gesagt, hat der TÜV-Prüfer gleich gesagt, total easy, schreibe ich dir so um. Kostet 50 Euro, kein Ding. Sagt er, lohnt sich aber nur, wenn der Zoll tatsächlich sagt, okay, dann ist das Fahrzeug tatsächlich günstiger. Ansonsten macht es natürlich keinen Sinn. Oder wenn ihr sagt, Pickup, mach auf jeden Fall Pickup, du hast keine Ahnung, die und die Auflagen nicht mehr, du kannst alles machen, dann was du willst, dann lohnt sich vielleicht auch noch. Ja, also, macht's gut. Bis zum Wochenende, euer Kai von Firma Gartenland.